Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es schon, es geht heute um einen DM-Haul und wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Ja, ich war mal wieder bei DM, ich musste wieder einiges kaufen. Ich würde sagen, es ist heute sehr haushaltstechnisch lastig. War das gutes Deutsch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich einiges eingekauft und das möchte ich euch heute hiermit zeigen. Und das liegt jetzt alles bei mir hier auf dem Bett drauf, also ich greife da jetzt wahllos rein. Ja, ich starte heute mit einer Zahnpasta. Und zwar ist das eine neue Zahnpasta von Blender Med Complete. Das ist das 2-in-1 plus Mundspülung extra frisch. Ich teste mal, also so Zahnpasta-mäßig teste ich immer was Neues. Also es ist sehr rar, dass ich immer wieder die gleiche Zahnpasta nehme. Es sei denn für Luisa, da wird immer die gleiche gekauft. Aber so für uns schauen wir mal, was die denn so kann. Dann habe ich einen Tee gekauft. Das ist der Tee, den ich jedes Jahr kaufe, wenn es anfängt, kalt zu werden. Und zwar ist der von Teekann, das ist der Sternmarkt. Da gibt es, glaube ich, noch drei andere Variationen. Und ich liebe diesen hier. Und der riecht auch immer durch die Packung. Also man kann die irgendwo hinlegen, dann riecht es einfach ganz lecker nach, ja, nach Weihnachten. Ist schon drauf. Also gebrannte Mandeln. Beziehungsweise Kräutertee mit gebrannte Mandeln, Vanillearoma. Also super lecker und den trinke ich gerne abends, wenn wir so vorm Fernsehen sitzen oder halt, wenn das richtig, richtig kalt ist, auch morgens gerne zum Frühstück. Dann durfte etwas mit für meine kleine Luisa. Das heißt, wenn sie bei der Tagesmutter ist, muss ich ihr immer Essen mitgeben. Und es ist teilweise so, dass die Tagesmutter zweimal in der Woche noch zu einem Seminar muss und kann dann leider nicht das mitnehmen, was ich koche. Somit muss ich mich halt darum kümmern, dass ich halt ja, solche Sachen kaufe. Ich war eigentlich eine Zeit lang davon weg, aber sie sagte halt, es geht nicht anders. Also entweder ich kaufe die Sachen oder sie kauft die Gläschen. Und dafür habe ich mich dann halt für Baby Vita entschieden. Ihr wisst ja, Baby Vita gibt es bei uns ja von Geburt an. Und ja, das ist ganz, ganz lecker. Sie mag das sehr gerne. In dem Fall ist es jetzt Gemüserisotto mit zartem Hühnchen. Und ja, wir sind da sehr zufrieden mit. Da kosten zwei Stück 1,75. Und da die Zeit der Kälte nun so langsam oder doch schneller kommt, als wir denken, habe ich mal wieder Creme gekauft. Einmal für die Kinder. Und zwar ist das von Baby Love die reichhaltige Zartcreme, Mandelöl und Sonnenblumenöl ohne Paraffinöl für Gesicht und Körper. Das bekommt Emilia und Luisa seit Geburt an immer schön aufs Gesicht verteilt und natürlich auch auf dem Körper und ja, Hände natürlich auch. Also, und es riecht auch sehr, sehr lecker. Also ich könnte da ganz lange dran riechen. Also es ist wirklich ganz toll. Und ja, Baby Love gehört immer für uns dazu. So, auch für mich, wenn ich mein Make-up morgens dann drauf machen möchte, gibt es natürlich eine Pflege, die ich als Untergrund nehme. Da habe ich damals von Douglas die Eigenmarke genommen. Mir fällt jetzt nicht der Name dazu ein. Ansonsten lasse ich ihn jetzt hier irgendwo einblenden. Und dann braucht man natürlich eine Creme, die man auf die ja, vorherige Untergrundcreme, so nenne ich das, draufsetzt. Und da bin ich immer mit BB sehr, sehr gut gefahren. Also BB benutze ich, seitdem ich Teenager bin. Also ich habe nichts anderes genommen. Nivea vertrage ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Da ist irgendwas drin, was meine Haut nicht so zusagt. Es wird also knallrot wird die Haut. Und mit BB haben wir gar keine Probleme. Das können wir auch für Luisa nehmen. Auch überhaupt kein Problem. Und mein Mann benutzt das natürlich auch, wenn es sehr, sehr kalt ist. So, dann durften mal wieder mit Spül- und Wischtücher mit Noppenstruktur von der Eigenmarke von DM, von Profissimo. Da sind zwei Stück drin. Ja, sehr unspektakulär halt für die Reinigung des Waschbeckens, Spülbeckens und ja, gewisse andere Flächen nehme ich gerne diese Tücher. Dann natürlich die Windeln einmal für Luisa. Emilia hat jetzt noch genug, da brauchte ich nichts mehr kaufen. Also Luisa ist auf dem Weg, windelfrei zu werden. Und da habe ich einfach entschieden, dass wir uns jetzt auf die Marke von Baby Love konzentrieren. Also die Pampers gibt es wirklich nur noch nachts und nicht mehr tagsüber.
und die Baby Love für den Tag. Und da fahren wir sehr, sehr gut mit. Und die sind auch recht günstig. 5,65 € glaube ich, kostet das. Und da sind jetzt momentan 32 Stück drin. Und das ist Größe 6. Ich finde die Windel noch zu groß für sie, aber so drückt sie auch nirgendwo, aber hält auf jeden Fall alles schön da, wo es hingehört. Dann habe ich wieder unseren Lieblingsweichspüler von Lenor genommen, und zwar Alpenfrisch. Aprilfrisch. Alpenfrisch. Ja, Alpenfrisch gibt es bestimmt auch, aber nicht von Lenor. Aprilfrisch. Und ja, das ist ja dieses Superkonzentrat. Das heißt, dass die Wäsche dann auch sehr, sehr lange duftet. Ich selber nehme das überhaupt nicht mehr wahr. Das ist ja so, die Nase gewöhnt sich ja an gewisse Geruchsrichtungen und irgendwann nimmt man das halt nicht mehr wahr. Aber andere Leute sagen immer, deine Kinder riechen wie frisch gewaschen. Das ist doch gut, oder? So, dann ein Thema, was ich sehr leidig finde in letzter Zeit, und zwar aufgrund meines, ja, nicht Haarausfalls, sondern ich verliere einige Haare, die ich sonst nie verloren habe. Und ja, Luisa hat auch lange Haare und ja, mein Mann hat auch Haare, ist ja logisch. Und irgendwann sagt dann der Abfluss, ich kann nicht mehr, weil ich ja verstopft bin. Und dann nehmen wir hier unseren Rorax Rohrfrei Power Gel. Ist für mich das Beste. Also ich finde, alle anderen Sachen halten nicht das, was sie da versprechen. Und das auf jeden Fall. Der kostet 2,25 €. Und das Tolle ist, dass diese Wirkformel, nach 5 Minuten ist das Rohr wieder frei. Und bei vielen muss man dann halt so 2, 3 Stunden warten. Und hier geht das ratzfatz und ist auch wirklich ergiebig. Also ich nehme da nicht sehr viel von. Hier steht dann auch immer drauf, das wollte ich euch nochmal sagen. Und zwar 250 Milliliter soll man halt dann da rein schütten. Aber so rum. Aber das mache ich nicht. Ich nehme von den 250, nehme ich nochmal die Hälfte und das reicht vollkommen aus. Also, Kaufempfehlung. So, damit es auch schön duftet bei uns, ja, habe ich wieder von WC Frischblau Kraftaktiv hier unseren, ja, wie nennt sich das? Frische Ocean. Oh nein, ich bin heute irgendwie, weiß ich auch nicht. Verzeiht es mir. Also, Ocean Frische. So, oder Ozean Frische. So, seit wann schreibt man im Englischen mit Z? Okay, Fremdsprachenkorrespondentin Sophia, bitte nochmal resetten. Also, Ozeanfrische von WC Frisch, blau kraftaktiv, nehme ich gerne für unsere Toilette. Es riecht sehr, sehr gut, also im ganzen Haus riecht es dann danach, finde ich ganz gut. Und kostet, glaube ich, knapp 2 €, aber ist sehr, sehr ergiebig. So, dann etwas, wo ich mich jetzt momentan wirklich doof und dusselig suche. Also ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich noch machen kann oder was man noch benutzen kann. Und zwar habe ich momentan mega Probleme mit den Lippen. Das ist alles eingerissen. Es ist richtig kaputt. Also ich glaube, ihr seht das jetzt nicht. Hier an den Winkeln und so, das tut richtig weh. Das ist richtig aufgerissen. Und normalerweise ist es so, wenn ich Labello drüber schmiere, so 2, 3 Tage ist es weg. Und wenn das gar nicht geht, dann nehme ich die Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Und die hat mir sonst eigentlich immer geholfen, aber selbst die kommt jetzt nicht mehr dem hinterher. Also habe ich jetzt auf Blistex umgestiegen. Habe ich auf Blistex umgestiegen? Bin ich auf Blistex umgestiegen? Also dieses Video wird eine Katastrophe. Ja. Und zwar Blistex Med Plus, spürbar starke Pflege, extrem kühlend und nachhaltig schützend bei brennenden, rissigen Lippen. Ich hatte heute nämlich eine Verkäuferin bei DM gefragt, was sie denn dazu sagt, ob sie mir das empfiehlt oder eher, ja, dass nur so ein Produkt ist, was nur ein Produkt ist und nicht das verspricht, was draufsteht. Und sie sagte selber, dass sie diese auch benutzt und bei ihr ist es noch schlimmer, weil sie auch Neurodermitis hat und was weiß ich, was sie da noch alle gesagt hat. Und ich habe dann nur gedacht, okay, mein Mann hat auch Neurodermitis, ich weiß ja, wie das dann aussieht, dann versuche ich das mal. Und dann habe ich das mitgenommen. Und das kostet 2 €, dieses kleine Pöttchen. Und ich hoffe, dass mir das hilft. Ansonsten, wie gesagt, schreibt es mir bitte hier unten in die Kommentare, was ihr so nimmt für die Lippen, wenn es dann wirklich in die kalte Jahreszeit hinübergeht. Also so schlimm, wie es momentan ist, hatte ich es noch nie. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 6, 7 Wochen dabei.
Ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht hin. Also, die Lippe wird nicht mehr so, wie sie mal war. So, dann hat der Herr Staubsauger auch irgendwann gesagt, so, ich bin voll. Und deswegen durften dann diese hier mit. Ich kaufe die immer beim DM. Das sind die Profissimo Staubsaugerbeutel. Anti-Allergen, optimale Filterleistung. 4 Stück plus ein Filter, das PR20 für Miele, frische Zauber, mindert Gerüche, ist da auch noch mit drin. Wir haben ja einen Miele-Staubsauger, also für mich kommt nur Miele in Betracht, sage ich mal. Denn Miele hält jahrelang, also es ist so eine unzerstörbare Geschichte. Und ja, wir haben den Cat and Dog Staubsauger mit allem drum und dran, Filter, Spezial, was weiß ich. Und normalerweise nimmt man ja dann auch die Miele Staubsauger, nur die sind mir einfach viel zu teuer. Und jetzt habe ich diese hier gekauft, die kosten 5 Euro, paar zerquetscht, also knapp 6 Euro. Und die sind genauso gut. Also die können nicht mehr und auch nicht weniger als die originalen Miele Staubsauger. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, die kaufe ich jetzt schon bestimmt seit 2, 3 Jahren und kann euch die nur ans Herz legen. So, dann durften wieder heute die Invisibobbles mit. Ja, diesmal in Braun. Ich habe ja braune Haare oder beziehungsweise ich habe ja noch das Ombre drin, das Solarplex, wie sich das so gut nennt, oder die Balayage-Technik habe ich halt im Haar. Und schwarz fällt für mich einfach zu doll auf. Und die sind einfach richtig, richtig toll. Denn ihr habt keine Kanten, wenn ihr die Haare dann wieder öffnet. Also wenn ihr die ja zusammensetzt mit einem normalen Haargummi, habt ihr ja immer hier so eine Kante. Und das sieht total doof aus, wenn man die Haare wieder aufmacht. Und mit diesen hier passiert das halt nicht. Und einen kleinen Tipp kann ich euch auch noch dazu geben, damit die wieder zu ihrer Form zurecht oder wieder zurückfinden. Einfach in kochendes Wasser reinlegen. So, dann geht's weiter. Ich sehe gerade, die Batterie lässt gleich nach. Ich habe einmal von Vileda was Neues mitgenommen, und zwar Magical. Wasserabweisend, beugt Schmutz und Kalk vor. Die Bilder haben mich sehr angesprochen. Das werde ich jetzt einmal testen und werde euch dann irgendwann mal davon berichten. Das hat 2,25 € gekostet. Das konnte ich mir sehr gut merken. Und ja, ich wollte einfach mal was Neues testen. Und da drin ist auch noch ein Tuch mit dabei. Und dann wollen wir mal gucken, wie schön das Badezimmer dann wird. Gut, dann habe ich auch nochmal Waschmittel gekauft. Einmal von Dash. Das kennt ihr, glaube ich, schon. Das nehmen wir immer. Das riecht sehr gut. Das vertragen die Kinder sehr gut. Und ja, für uns einfach ein Muss. Dann habe ich für Emilia einmal Abendbrei gekauft. Und zwar, da steht immer ab 6 Monate. Ich habe sonst immer Hip, aber diesmal habe ich das von Baby Vita wieder genommen. Da rühre ich dann einmal gerne noch so ein bisschen Obst mit rein. Einfach nur, damit sie gesättigt ist. Also ich meine, sie ist noch nicht so, wie wir gerne wollen, weil sie einfach von den Zähnen her noch nicht so weit ist. Sie hat 4 Zähne, aber nur unten und ja, kann einfach nicht richtig kauen. Und deswegen muss dann halt sowas helfen. Und dann kommen jetzt die letzten 2 Stücke. Ich habe mal wieder was gekauft zum Anziehen, und zwar ein Unterhemd mit Slip für Luisa. Das ist Größe 98. Normalerweise hat sie 104. Aber die Sachen vom DM fallen sehr, sehr groß aus. Das hat jetzt 4,90 € gekostet. Und die Farben finde ich richtig schön. Also halt mädchenmäßig. Und ja, mal gucken, ob ich den. Genau, ganz normaler Slip. Also ich zeige das auch nur, weil es halt für Kinder ist. Für gewöhnlich halte ich keine Unterwäsche in die Kamera. Ich weiß nicht, so bin ich halt irgendwie. Ich bin irgendwie so erzogen worden. Was hat Unterwäsche im Video zu suchen? Also das ist einmal das. Und dann nochmal Dreier-Slips, auch für Luisa. Die waren runtergesetzt auf 3 Euro. Was haben die vorher gekostet? Mal schnell gucken. 5 Euro haben die vorher gekostet. Und jetzt kosten sie 3. So, meine Lieben, das war der DM-Haul. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Etwas holprig heute. Ich weiß nicht. Blablabla. Die Zunge tut nicht das, was ich gerne möchte. Ja. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und ja, schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare, wenn ihr noch was für die Lippen habt, was ihr mir so empfehlen könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss!